Hallo, ich melde mich auch mal zu Wort. Wir haben mittlerweile 10 vor 3. Ich habe mich den ganzen Tag noch nicht gemeldet. Heute ist irgendwie so ein ganz komischer Tag. Also ich habe gestern den Blog beendet und habe gesagt, halt, dass ich Wehen habe. Ich lag hier auf dem Sofa mit einer Wärmflasche und ja, die hat auch geholfen. Also es war okay. Ischias-Schmerzen war auch alles besser. Und heute, ja, wehe ich weiter vor mich hin hier. Ich habe halt immer voll den harten Bauch und so ein Ziehen im Bauch. Also ich glaube jetzt nicht, dass es losgeht, aber also der Smurfy, der weicht mir überhaupt nicht von der Seite heute. Der ist, weiß ich auch nicht, total anhänglich. Und wenn ich zum Beispiel in der Küche was mache, wenn ich da jetzt spüle oder so, dann setzt er sich bei mir auf die Füße und guckt mich an. Also er weicht mir halt nicht von der Seite und ist total anhänglich, egal wo ich gehe und stehe. So, ich weiß nicht, ob er irgendwas fühlt. Man sagt ja immer, Tiere fühlen sowas, wenn es losgeht oder überhaupt, wenn man schwanger ist. Keine Ahnung. Er ist jedenfalls sehr ruhig heute und sehr anhänglich. Ich fühle mich nicht, als ob es losgeht. Also ja, klar, ich lege die Beine hoch und so, weil das so unangenehm ist zu laufen, wenn halt so eine Wehe kommt, aber mal schauen, wir lassen uns überraschen. Ich war jetzt gerade erstmal duschen. Achso, Bernd und Calvino, die waren heute Morgen wieder ausliefern. Die dürfen ja halt ab und zu ausliefern. Oder was heißt ab und zu? Die liefern ab und zu aus. Und heute Morgen haben sie das gemacht. Ich habe in der Zeit hier das Video geschnitten und die Küche ein bisschen klar Schiff gemacht. Und Wäsche musste ich unbedingt machen. Über die Feiertage ist ganz viel Wäsche liegen geblieben. Und die Waschmaschine läuft auch immer noch. Ja, ansonsten wird jetzt ein ganz ruhiger Tag weiterhin sein, schätze ich mal. Ich habe überlegt, irgendwo was zu essen zu bestellen. Ich habe richtig Lust auf so schrottige Sachen, so Pommes. Ich meine, die könnte man auch selber machen. Aber so ein Pita, gefüllt hier, nicht gefüllt, die sind ja nicht gefüllt, die sind belegt. Vegetarische Pita, Pommes. Oder Weinblätter, gefüllt. Oder so eine Falafeltasche, da hätte ich richtig Lust drauf. So schrottiges Essen, ungesundes Essen. Ich hatte ja mal ganz viele Videos im Vorlauf, dass wenn ich halt, wenn wir entbinden und dann hier im Wochenbett sind, dass wir nicht direkt wieder losfloggen müssen. Jetzt sind es, glaube ich, nur noch 4 Stück oder so. Also jetzt sind die Videos nicht mehr 2 Wochen zeitversetzt, sondern 4, 5 Tage. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Mal so, also vor Weihnachten ist mir halt so aufgefallen, dass es voll doof ist, wenn wir hier Weihnachten feiern und bei euch ist schon Mitte Januar oder so. Und deswegen habe ich halt so auslaufen lassen, dass es nicht mehr so viele Videos im Voraus sind. Also für mich ist heute der 29. Dezember, glaube ich. Mittwoch der 30., Donnerstag der 31. genau. Und wir werden Silvester hier alleine feiern, also Bernd, Calvino und ich und Smurfy und Livia. Und wir haben gerade überlegt, so ein bisschen, was wir so machen beim Essen. Und wir haben gesagt, das ist schon voll lustig, wenn wir so Pantomime-Spiele machen. Also zum Beispiel, jeder schreibt 10 Wörter auf den Zettel, was weiß ich, Skifahren oder so. Und dann wird gezogen, da muss man die halt vorführen. Und die anderen müssen raten. Das wird bestimmt lustig, da freue ich mich drauf, wenn wir das machen. Und ja, halt so ein kleines Silvester, eine kleine Silvesterparty hier zu dritt. Oder zu fünft, wie man es nimmt, mit Smurfy und Livia. Wir haben auch ein paar Knaller, also jetzt so kleine Knaller vom letzten Jahr noch. Calvino hat welche zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und wir hatten auch schon, bevor das alles mit diesem Verbot war, hatten wir auch schon welche gekauft, nur so Kleinigkeiten. Also ein bisschen geknallt wird auch und Tischfeuerwerk. Ja, Entschuldigung, ich bin so müde, ich bin seit 3 Uhr wach schon wieder. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe geträumt, dass meine Fruchtblase geplatzt ist. Und dann bin ich aufgewacht, ja, und dann konnte ich nicht mehr einschlafen. Achso, ich gucke hier die Auswanderer. Nehme ich ja immer auf. Oder Bernd nimmt mir die immer auf. Und der ist jetzt oben im Büro und der guckt die nicht so gerne. Deswegen gucke ich die jetzt ein bisschen alleine. Guten Er hat Morgen. mich bewacht, sagt er. Ja, kommt die Livia bald, sagst du? Hm? Kommt die Livia bald, sagst du? Er sagt das ja.
Und da ist mein Hatter zum Spiel. Und es war am Knistern und am Glitzern. Der ist voll am Knistern hier drauf. Ich weiß, boah, der ist aber auch am Hahn die letzten Tage. Ich glaube, das kommt hier, weil die Ladekabel hier auf dem Sofa sind. Das hier kriegt man voll oft eingewischt bei uns auf dem Sofa. Ladekabel. Ja, aber. Tell me what you want. Alles. Ich habe so Hunger, ich könnte alles essen vom Griechen oder vom Türken. Ist egal. Chinamann. Calvino wird sich auch freuen. Das bestelle ich für ihn wie immer, ne? Ja, ich glaube, ich nehme Pita, Pommes und diese Currysoße. Aber ich weiß, ich habe auch Bock auf gefüllte Weinblätter. Was nimmst du denn? Wie immer. Wie immer. Haben. 38. Ja, dauert noch bis zu 20 Minuten, bis unser Essen kommt. Das stimmt. Mein Magen ist auch richtig geöffnet. Ja. Ich habe richtig Hunger. Ich habe nur gefrühstückt, ne? Ich habe auch nicht viel gegessen. Aber ja, ich auch nicht. Shake heute Morgen. Ja, und dann habe ich hier Süppchen fertig gemacht. Brühe mit Bohnen, also ohne Nudeln und so, und eine Scheibe Brot dabei gegessen. Immer noch lecker. Die Soße. Heute schmeckt die richtig gut. Die Soße oder die Pizza? Ja, von gestern, ja. Pizza machen wir den normalen Teig. Auf jeden Fall. Probieren mal das Mehl. Aber ist ja egal. Machen wir normales Mehl im Brotbackautomaten. Und wenn das auch so schmeckt, dann bist du das. Der Brotbackautomat ist halt anders. Es war ja trotzdem lecker. Aber ja, anders, aber anders. Sie ist viel knuspriger und den Ofen wieder heiß machen, weil wir hatten den gestern nur auf 225 Grad. Und nicht. Ich esse immer noch eine Zwiebel. Wie sonst? Jetzt sicher, dass er noch nicht losgeht? Ja, die macht mir da drin, greift die so rein. Ich denke mal, die reißt eine Fruchtblase auf. Ich weiß ja nicht, wie fest so eine Fruchtblase ist. Aber die können doch gar nicht greifen, die haben nur kleine Fingernägel, oder? Klemmen die Finger? Keine Ahnung, aber das tut voll weh da drin, so, was die macht. Nee, die leckt nicht, die pult. Die ist doof. Ja, und du bist auch doof. Der mag das nicht auf dem Kopf. Ja, ich auch nicht. Das sieht auch keiner bei dir, sagt er so, wenn ich mal machen. So, das war sehr lecker, aber meine Augen waren viel größer als der Magen. Ich hatte mir nämlich zu meiner Pita noch die gefüllten Weinblätter bestellt und nicht mal angerührt. Und meine Pita habe ich nicht mal zur Hälfte gegessen. Ach, weiß ich auch nicht. Das schmeckt. Da war das doch. Blaubeer, Zitrone, Himbeer, Pfirsich. Dann ist das da in der Vitrine, in dem Schrank. Smurfy, ey! Runter! Ja. Von allen Seiten angelöscht. Nein, mach doch das Rote rein, das ist da. Ich geb's dir. So, guten Morgen, meine Lieben. Es ist 6 Uhr, der nächste Tag. Smurfy ist gerade aufgestanden. Wir haben heute richtig viel vor und wir sind ganz früh unterwegs. Ich wollte mich nur von diesem Vlog eben verabschieden und melde mich dann gleich wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.